Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem weiteren Teil der Break-In-Reihe, in dem Fall Area 51. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Break-In Area 51. Quasi die zweite Box, zweiter Teil kann man nicht sagen, sind ja alles eigenständige Spiele. Alcatraz, das Spiel haben wir euch schon vorgestellt. Und es ist ja ein Rätselspiel, ein kooperatives Rätselspiel, wo ihr das Innere dieser Box entdeckt und verschiedene Rätsel löst. Im ersten Teil, im Video zu Alcatraz, habe ich die Abläufe, glaube ich, ein bisschen genauer erklärt. In diesem Video möchte ich mich einfach ein bisschen kürzer fassen. Ich verlinke es aber, das heißt, ihr könnt es auf jeden Fall nochmal anschauen, wenn euch das interessiert. Ich werde am Ende aber auch noch was sagen zu beiden Boxen und was mein Fazit und was den Spaßfaktor angeht, gibt es auf jeden Fall auch noch ein paar Informationen. Der eine oder andere kennt es aber vielleicht gar nicht, deswegen die Information, was jetzt die Angaben angeht. Es ist ab 12 Jahre ist angegeben für 1 bis 6 Personen und 120 Minuten Spielzeit. Ihr spielt es kooperativ, ihr könnt es also auch solo spielen und auf Entdeckungstour gehen. Und wenn ihr am Anfang das öffnet, und ich möchte euch nicht so viel spoilern, dann habt ihr hier verschiedene Karten und Streifen hier hinterlegt. Verschiedene Gegenstände sind hier nochmal hinterlegt. Alles mögliche. Es gibt auch so ein Decoder, das heißt, wo man dann diverse Rätsellösungen bekommt, wenn ihr da nicht weiter wisst. Weil am Anfang habt ihr quasi nur diese Box. Und diese Box gilt es natürlich zu öffnen. Aber zuvor müsst ihr natürlich auch Aufgaben lösen. Und auf dieser Box sind verschiedene Symbole hinterlegt, die ihr natürlich erst einmal finden müsst. Nicht schwer, kriegt ihr auf jeden Fall hin. Und dann nehmt ihr euch die jeweiligen Karten, die hier auf der Seite liegen, und lest die vor und tastet euch quasi hier jetzt in diese Rätselwelt hinein. Ihr wollt natürlich rein. Das heißt ja auch in dem Fall Einbruch in die verbotene Zone. Das heißt, ihr wollt die Box lüften. Ich möchte euch jetzt aber an dieser Stelle auch nicht zu viel spoilern. Je nachdem gibt es das ein oder andere Foto, aber jetzt, das ist jetzt nicht allzu viel gespoilert. Aber die Rätsel, die sollt ihr, wenn ihr jetzt da Interesse habt, natürlich schon selber lösen. Wenn ihr da nicht weiter wisst, dann schaut auf die eine oder andere Karte, nehmt den Decoder und dann bekommt ihr auf jeden Fall Tipps. Ihr bekommt es auf jeden Fall gelöst. Und Ziel ist es natürlich, diese Welt, diese Area 51 zu erkunden mit all den Rätseln und witzigen Dingen, die hier euch erwartet. Und das geht so lange, bis ihr quasi alles gelöst habt, und dann habt ihr quasi gemeinsam das Spiel gewonnen. Ja, das war eine kurze Vorstellung, habt es gemerkt. Ich will jetzt gar nicht detailliert einsteigen, was jetzt die Streifen angeht, wie man es jetzt rein platziert, um jetzt die Rätsel zu lösen, weil hier an Sichtfenster sind ja hier die Hinweise angegeben. Dann wisst ihr, was ihr benötigt. Das habe ich im Teil 1 Alcatraz auch schon ein bisschen ausführlicher dargestellt. Aufgabe ist es einfach, die Rätsel zu lösen und euch heranzutasten. Die Anleitung dazu, die fand ich, auch den Einstieg fand ich wieder ein bisschen holprig. Es hat mich teilweise, oder hat mich bei Alcatraz auch schon ein bisschen gestört. Der Einstieg ist holprig, das könnte man sicherlich noch schlanker lösen. Vielleicht auch mit einigen Hinweisen oder weiteren Hinweisen in der Anleitung. Ich weiß jetzt allerdings gar nicht, ich habe das Gefühl, ein bisschen hat man es angepasst, bin mir jetzt gar nicht sicher, weil letztendlich die erste Box habe ich nicht, die habe ich wieder weitergegeben. Die haben wir zurückgesetzt und die konnten wir weitergeben, war also gar kein Problem. Ja, bei Area 51 haben wir allerdings ein paar Karten benutzt, in Anführungszeichen nenne ich es benutzt, sodass wir jetzt diese Box dann doch nicht weitergeben können. Es ist ein einmaliges Spielerlebnis zum durchaus guten Preis. Ihr könnt mal schauen über die unten genannten Links, wenn ihr da das Spiel bestellt, dann profitieren wir automatisch davon, ihr zahlt nicht mehr. Aber es ist einmalig. Das heißt, ihr spielt kooperativ, ihr werdet es aber nicht noch einmal spielen. Wenn ihr aber ein bisschen aufpasst, ist durchaus möglich, wenn ihr ein bisschen aufpasst und macht euch Notizen separat, dann könnt ihr auch die Box und den ganzen Inhalt auch weitergeben. Das nochmal als wichtiger Hinweis, falls es den einen oder anderen interessiert. Das ist durchaus möglich. Genau, es ist ab 12 Jahre angegeben. Ja, 12 Jahre ist einfach ein bisschen den Fällen geschuldet, weil die sind durchaus knackig und wir haben dann doch die eine oder andere Lösung benötigt, um da weiterzukommen. Teilweise waren die auch die Rätsel, ich will nicht sagen banal, aber ein bisschen an den, ein bisschen bekloppt, verrückt auf gewisse Art und Weise. Hätte ich mir auch ein bisschen attraktiver vorgestellt, muss man wirklich sagen, ist so der zweite Punkt. Da kann man mehr rausholen. Da kann man wirklich mehr rausholen, jetzt nicht nur was den Ablauf angeht, was die
was, wie man reinkommt in das Spiel, sondern auch die Rätsel. Ah, da wäre mehr auf jeden Fall drin gewesen. Also das hätte ich mir ein bisschen attraktiver vorgestellt. Und auch thematisch, und das ist der dritte Punkt, den ich ein bisschen kritisiere, da hätte ich mir auch ein bisschen mehr gewünscht. Alcatraz als Vergleich, gleiche Box in dem Fall, das fand ich thematisch spannender, attraktiver gemacht. Das fand ich jetzt hier dann doch nicht so spannend. Es waren ein paar witzige Dinge in der Box hinterlegt, wie es auch bei Alcatraz der Fall ist, aber da hat man mehr rausholen können. Bin ich mir sicher, thematisch auch mehr, das auf jeden Fall. 1 bis 6 Personen können hier mitspielen. Ja, man kann es auch solo spielen. Zu sechs haben wir es jetzt nicht gespielt, je nachdem der aktuellen Situation geschuldet. Aber es lässt sich auch schon sehr gut zu zweit spielen. Wir haben es nämlich zu zweit gespielt. Man kann es auch zu dritt mit Jüngeren spielen. Zu viert mit Melias, der hat auch mal zugeguckt. Das funktioniert auf jeden Fall, weil letztendlich man spielt kooperativ. Es geht 120 Minuten, wir haben etwa 90 Minuten gespielt. Wow, seid ihr gut? Nein, wir waren nicht gut, weil wir haben dann doch die eine oder andere Lösung benötigt. Da muss man auch mal dazu sagen, weil es mir teilweise in Stocken geraten sind und einfach nicht vorangekommen sind. Und dann haben wir natürlich ein bisschen schauen müssen. Es gibt natürlich hier Karten separat, wo man dann Hinweise bekommt, aber man gerät dann doch ein bisschen in Stocken. Insgesamt, also, sehe ich es ein bisschen kritisch. Das Spiel hat Potenzial, auf jeden Fall. Es gibt ja schon einen dritten Teil. Schaut mal, hier zeige ich es euch mal. Da gibt es schon einen dritten Teil. Also da ist auf jeden Fall mehr. Hier nebendran zieht der Alcatraz. Das habe ich euch vorgestellt. Aber es geht dann in den Tempel. Es gibt auf jeden Fall einen dritten Teil. Und ich bin mal gespannt, weil ja quasi Area 51 und Alcatraz fast zum gleichen Zeitraum erschienen sind. Ich denke, da hat man jetzt groß nichts verändert, jetzt was die Abläufe angeht. Man hat ja nichts verändert. Aber vielleicht hat man Dinge verbessert, was jetzt den Tempel und weitere Boxen angeht. Ich weiß es nicht. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, weil die Idee mit dieser Box, die man dann aufklappt, verschiedene Rätsel löst, die ist ja witzig und cool gemacht, aber das geht besser. Also meiner Sicht kann man da sicherlich mehr redaktionell vielleicht noch rausholen, ich weiß es nicht. Ihr könnt es aber gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euer jetzt Empfinden ist zu dieser Box, weil die kosten ja gar nicht mal so viele und die Idee an sich mit dieser Box, mit diesen Rätsel, die Box ja in dem Fall zu öffnen, das ist ja schon cool gemacht und dann diese kleinen Dinge, die hier auf euch erwarten, es sind auch ein paar Überraschungen da drin, das ist cool gemacht, das gefällt, aber es geht mit Sicherheit auch ein bisschen besser. Attraktiver, thematisch auch und durchaus spannender, was die Rätsel angeht. Klar, das waren jetzt, denke ich, in Kürze, in Länge alle wichtigen Infos zu Area 51. Wenn ich es jetzt vergleiche mit Alcatraz, na, dann würde ich Alcatraz vorziehen, weil mir das insbesondere thematisch einfach besser gefallen hat. Das wirkte hier, was die Story angeht, dann doch ein bisschen banal, hat mir dann doch nicht so gefallen. Da waren eher die Rätsel im Vordergrund, was man da macht bei Alcatraz, war durchaus ein bisschen das Thema, was in den Vordergrund rückt. Und das hat man bei der anderen Box einfach besser gefallen. Und wenn ihr, wie gesagt, ein bisschen aufpasst auf die Karten, notiert es euch separat, dann habt ihr durchaus die Möglichkeit, die Box dann weiterzugeben bzw. weiter zu verschenken. Das waren alle Infos zu Break-In Area 51. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich über ein Abo freuen und über einen Daumen und über einen Kommentar auf jeden Fall. Dann weiß ich Bescheid, ob es euch gefallen hat, wie euch die Boxen gefallen hat. Vielleicht habt ihr es ja auch schon gespielt. Das waren alle wichtigen Infos. Ich sage danke, macht's gut und bis bald.